Hast du schon mal einen Text für deinen eigenen Song geschrieben? Oh ja, dann weißt du ganz genau, wie schwierig das ist. Und ich zeige dir heute einfach mal meinen Prozess, also wie ich einen Text für einen Song angehe, wie ich ihn schreibe und so weiter und so fort. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und wir nähern uns so langsam der Ziellinie von Wir schreiben einen Song. Die Ziellinie ist der große Live-Mix am Allerheiligen Abend um 20 Uhr. Dazu erzähle ich aber später noch mal ein kleines bisschen mehr. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema dieses Videos, denn Text schreiben ist doch für viele eine große Hürde und auch für mich jedes Mal wieder eine große Herausforderung. Du kennst das, du hast einen Bomben-Playback gebaut, den Mega-Hit auf jeden Fall geschrieben und du weißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein guter Text und eine gute Melodie und zack ist Mission Welthit auch schon erfüllt. Wenn das mal so einfach wäre, denn das Problem ist ja, dass man mit einem mittelmäßigen Text und mit einer noch mittelmäßigeren Melodie auch das beste Playback doch nur verhunzen kann. Und das ist eine gewisse Angst, die immer mitschwingt, wenn man sich dann hinsetzt und einen Text schreibt. Auf der anderen Seite muss man diese Hürde ja nun mal auch nehmen, wenn man jetzt nicht gerade eine Arbeitsteilung hat, wie zum Beispiel Elton John mit seinem Textschreiber. Elton schreibt nur die Musik, sein Textschreiber Guy, ich habe den Namen vergessen, blende ich hier mal ein, schreibt nur die Texte und so ergänzen die beiden sich auf ihren Gebieten perfekt. Das kann funktionieren. Aber nicht jeder von uns hat so ein Mastermind im Rücken. Deswegen muss man sich manchmal hinsetzen und einen Text für den Song schreiben, vor allem wenn man ihn fertig haben will. Und bei mir fängt es meistens schon damit an, dass ich erstmal die größte Hürde nehmen muss, nämlich worüber schreibe ich denn überhaupt? Lange Zeit habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen, worüber ich denn schreiben soll in meinen Songs. Am Ende des Tages ist es aber so gewesen, dass ich gedacht habe, ich nehme einfach die Themen, die auf der Straße liegen. Im Zweifel rede ich darüber, wie sich gerade vor mir eine Kamera bewegt und was sie mir erzählt oder was hinter dem Vorhang von meinem Fenster vorgeht, wie es sich anfühlt, wenn man über die Farbe Rot schreibt, eine vergangene Liebe, sonst was irgendwie. Es liegen eine Million Themen auf dem Tisch, man muss sich nur einfach entscheiden. Manchmal kommt einem auch der Zufall zugute, so heißt es glaube ich richtig, ja, es kommt einem zugute, wie bei unserem Community-Song zum Beispiel. Da habe ich da gesessen und habe gedacht, oh Gott, worüber schreibe ich? Ich habe einen Rocksong, ich habe keine Ahnung, worüber ich schreiben soll. Und mir schoss plötzlich die Zeile, I read the news today, oh boy, von John Lennon. Schoss mir so durch den Kopf aus A Day in the Life. Und dann habe ich das übersetzt, habe gedacht, naja, heute liest man weniger Nachricht, man hört sie wahrscheinlich, I heard the news today. Und weil ich ja großer Freund von Zweideutigkeiten bin, wie du mittlerweile weißt, war es auch schnell um mich geschehen, denn I heard the news, ich bin großer Fan von Huey Lewis and the News. Und da der Song ähnlich klingt, I heard the news today, oh boy, war ganz klar, okay, dieser Song wird ein Tribute-Song an Huey Lewis and the News und damit war mein Thema schon mal klar. Es lag da, ich musste es nur nehmen und dann musste ich eigentlich nur noch überlegen, wie ich es genau gestalte. Der nächste Schritt, nachdem ich dann das Thema habe, ist bei mir eigentlich, dass ich anfange, eine Geschichte aufzuschreiben. Die muss ich natürlich auch irgendwie noch haben. Wenn ich über Rot schreibe, kann ich darüber schreiben, dass alles rot ist. Wenn ich aber über Huey Lewis schreibe, brauche ich irgendwie, habe ich mir persönlich gesagt, ein Event und habe dann einfach meine Initialzündung genommen. Als ich im Oktober 1984 vorm Rockpalast gesessen habe, und voll geflasht war, als Huey Lewis da aufgetreten ist und mich volle Pulle mitgenommen hat und in mir den Wunsch geweckt hat, Gitarrist zu werden. Das also das Thema meines Songs. Jetzt muss ich also anfangen, das Ganze aufzuschreiben und das mache ich in der Form, dass ich erstmal mir zwei Vierzeiler nehme, also ich habe ja zwei Strophen zu füllen, in diesem Fall sind es sogar sechs Zeiler, die ich da zu füllen habe, laut Arrangement, und habe mich dann einfach hingesetzt und einfach mal angefangen zu schreiben. Und das mache ich in der Regel, mache ich das ohne aufs Metrum zu achten, ohne auf Reime zu achten und so weiter und so fort. Das ist alles in einem späteren Schritt. Ich schreibe erstmal kurz in kurzen Zeilen auf, was mir so zum Thema einfällt und wie ich so die Geschichte ein bisschen, was ich dazu erzählen habe, und nehme keine Rücksicht auf Metrum, Reim oder sonst was irgendwie. Oft ist es so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier auf Englisch schreibe, dass ich mir dann noch Hilfe hole. Manchmal möchte ich direkt einen Reim integrieren oder ein Wort ersetzen. Dann gibt es Homepages im Internet, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, wo man Reime nachgucken kann. Also wenn ich jetzt nicht weiß, was sich auf Blue reimt, oder weil ich nicht eine Million englische Wörter kenne, nicht weiß, was sich auf Blue reimt, gucke ich einfach da kurz rein ins Reimlexikon, da sehe ich 50 Vorschläge, was sich auf Blue reimt, und dann weiß ich auch meistens, dass ich mir dann ein Wort rauspicken kann, was dann mir sofort den Twist für die nächste Zeile vielleicht gibt, falls die Geschichte weiterführt. Oder Synonyme, also Wörter mit anderer Bedeutung von dem, was ich eigentlich sagen will, helfen auch immer als Inspiration, wenn man mal gerade nicht weiter weiß beim Schreiben. Gibt's auf Deutsch, gibt's auf Englisch, benutze ich ganz oft, vor allem beim Songwriting. Das heißt, ich schreibe dann also alle sechs Zeiler in diesem Fall runter oder meine zwei Vierzeiler, je nachdem, was der Song gerade braucht, und habe dann erstmal grob da stehen, was ich erzählen will. Im Idealfall fällt mir dann auch schon ein Refrain ein oder eine Melodie vielleicht ungefähr, mit der ich das machen kann.
sodass ich dann im nächsten Schritt mich quasi vor den Rechner setze und dann versuche, irgendwie den Text, den ich da geschrieben habe, mit einem vernünftigen Metrum und so weiter, auf den Text zu singen. Dabei muss ich improvisieren, sitze davor und das sieht von außen ein bisschen komisch aus. Ich sitze da und bewege ein bisschen den Mund und schiebe so Zeilen hin und her, Wörter hin und her, bis es so irgendwie einigermaßen passt. Benutze dabei natürlich auch das Reimelexikon und das Synonymlexikon und lass mich inspirieren, schiebe den Text so hin und versuche immer den Inhalt zu erhalten, aber dann so langsam in die Form zu schieben, dass dabei ein Songtext rauskommt. Dann habe ich das so vorm Rechner zusammengestellt, da habe ich das ja langsam gesungen und so weiter und so fort. Das heißt, dann kommt der Praxistest. Ich stelle mich vors Mikrofon und versuche mal das zu singen, was ich da aufgeschrieben habe. Und oft stellt sich dabei schon heraus, dass ich zum Beispiel zu viele Wörter benutzt habe. Wenn der Song so schnell ist wie dieser hier zum Beispiel, 150 Beats, dann kann ich nicht zu viele Wörter nehmen, weil ich die so schnell nicht hintereinander singen kann. Oder ich habe Wörter aufgeschrieben, die sich hintereinander nicht singen lassen. In der Praxis, vom Rechner langsam geht das, aber in der Praxis sind das Stolpersteine, wenn ich zwei Wörter zum Beispiel hintereinander habe, die nicht gut über die Lippen laufen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die ich dann ausmergel, quasi vor dem Mikrofon und dabei immer wieder zum Rechner gehe, immer wieder umschreibe, bis dann nach einer gewissen Zeit, bei meiner zweiten Strophe hier war es zum Beispiel über eine Stunde, bis nach einer gewissen Zeit dann tatsächlich dabei was Brauchbares rauskommt, was ich dann aufnehmen kann. Wir können uns den ganzen Prozess mal kurz angucken und ich spreche ein bisschen drüber, was ich da gerade mache. Wir gucken mal den Prozess von der zweiten Strophe an. Keine Angst, das machen wir nicht in der ganzen Stunde, sondern ich habe auch einen Zeitraffer eingebaut und wir gehen mal rüber und gucken mal, wie sich das so gestaltet. So, wir gucken mal rein, wie ich es gerade versprochen habe. Zweite Strophe. Here in the, here with a six string right in my hand. Watching right to the mirror to my rock. To my new rockin' friend. Da versuche ich jetzt gerade das Ganze mundgerecht zu machen. Das heißt, ich schreibe an den Texten und versuche den Mund irgendwie so, versuche den Text so zu formulieren, dass er sich auch singen lässt, dass er also vom Metrum her genau passt, dass er keine Stolpersteine enthält und schreibe dann währenddessen genau die ganze Zeit immer wieder rum, hör nochmal in das Playback rein, singe das dann dazu. Aber der Hauptprozess ist tatsächlich, dass ich versuche, das wirklich in die Melodie reinzupacken, damit es genau auf den Song passt. Here with a six string right in my hand. Looking straight into the mirror to my new rockin' friend. Looking straight into the mirror. Here with a six string right in my hand. Looking straight into the mirror to my new rockin' friend. Da kann man jetzt genau sehen, wie ich das normalerweise mache. Ich versuche das Metrum so einzuhalten, dass es wirklich drauf gesungen werden kann und versuche es immer genauso zu treffen. Deswegen der Finger. Den habe ich beim Einsingen dann später auch dabei. Ne, da gucke ich jetzt ins Leo rein. Beim Leo, wenn ich auf Englisch schreibe, suche ich mir immer Wörter aus Leo raus, die ich dann verwenden kann. Da ich ja nun mal auch nicht alle englischen Wörter kenne, kann man da auf jeden Fall sehr gut arbeiten. Leo ist meine Basis für verschiedene Wörter, wo ich dann die Übersetzung brauche. Und natürlich das Reime-Lexikon für die Rhymes und das für Rhymes. für die Reime. Und natürlich das Synonym-Lexikon. Kurz nachgeguckt. Gave me the roots, plain strings, handed wings. So, jetzt spulen wir mal schnell vor. Da sehen wir den Prozess, wie er dann immer wieder stattfindet, wie ich immer wieder ein bisschen schreibe, wie ich teste, rumprobiere, nochmal schreibe, teste. Und das Ganze geht jetzt hier ruckizucki voran. In Wirklichkeit hat es natürlich ein paar Minuten gedauert. Der ganze Prozess hat, glaube ich, fast eine Stunde gedauert, bis ich das einigermaßen hinbekommen habe. Aber so kann man auf jeden Fall sehen, da wieder Reime-Lexikon, wieder geguckt, nochmal. Und da kann man genau sehen, wie dieser Prozess sich weiterentwickelt. Nochmal. Um dann am Ende des Tages darin zu landen, dass ich vor dem Mikrofon stehe und versuche, das nochmal für mich zu singen. Und auch da versuche ich wirklich das richtige Metrum zu kriegen, indem ich mir den Takt vorgebe und versuche, den Text irgendwie drauf zu kriegen aufs Metrum. Hilft natürlich, wenn man einen Song auch hat, wo das Metrum auch so singbar ist. Manche Songs laufen ja auch ohne Metrum oder manche Texte müssen ums Metrum rumherum gesungen werden. Aber in diesem Fall war es jetzt ganz klar, dass ich aufs Metrum drauf singe. Schauen wir mal zu dabei. Here with a six string right in my right in my hand. Ich entwickle dann auch gleich noch vor dem Mikrofon vielleicht besondere Betonungen oder so besondere Singarten. Right in my hand ist zum Beispiel so ein Ding, was ich da gemacht habe. Right in my hand. When I finally joined real. And things went easy when I finally joined real kings. Über die Stelle bin ich ganz oft gestolpert, weil finally ist ein Wort, was man mit drei Silben singen kann, was man aber auch mit finally mit zwei Silben singen kann. Und da muss man genau gucken, wie man es aufteilt. An der Stelle habe ich ziemlich lange gebraucht und musste dann wirklich herauskriegen, wie man es genau an der Stelle singen kann. Da entwickelt man einfach vor dem Mikrofon genau das. Nicht den Text, sondern wie man den Text singt und in welcher Form man ihn dann singt.
And things went easy when I finally. And things went easy when I finally joined Real Kings. And things went easy when I finally joined Real. When I finally joined Real Kings. And things went easy when I finally joined Real. Here with a six string right in my hand, looking straight into the mirror and my new rocking frown. Gave me the roots, playing strings and wings. And things went easy when I finally joined Real Kings. Rocking the palace with an awesome show. Huey brought the news, told me what I ought to know. And my heart's rock and roll, my heart's rock and roll. So viel dazu. Scheint geklappt zu haben. Wir gehen wieder rüber. Und wie du am Ende gesehen hast, am Ende des Tages lande ich dann vorm Mikrofon. Das heißt, ich habe etwas zusammengestellt, was sich dann auch singen lässt. Das mache ich natürlich nicht nur für die zweite Strophe, das mache ich auch für die erste Strophe, für einen Zwischenteil. Und der Refrain muss natürlich im Idealfall dabei auch rauskommen. Der Refrain ist ja sowieso eine Spezialaufgabe. Am Anfang startet man meistens mit Shananana oder Shubidubi, mit Chören, Grölchören oder sonst was auch immer als Platzhalter. Oder wenn man es, wie ich, das Glück hat, dass man über ein bestimmtes Thema schreibt. Ich wollte über Huey Lewis ja schreiben, also habe ich mir eigentlich auch eine Zeile aus einem seiner Songs gebohrt, nämlich Heart of Rock'n'Roll. Er singt in diesem Song, dass das Herz des Rock'n'Roll immer noch am Schlagen ist, und ich wollte in diesem Song aber genau diese Zeile nehmen, um zu sagen, mein Herz ist Rock'n'Roll geworden durch Huey Lewis, und das ist dann der Refrain geworden. Auch das habe ich vor dem Mikrofon entwickelt und dann versucht herauszufinden, wie ich das singen kann, sodass es auch Power hat und dass es einigermaßen passt in die Tonlage und so weiter. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann nehme ich das, was ich alles zusammengestellt habe in dieser Schreibsession, das kann sich auch mal über 2 oder 3 Tage ziehen, weil ich habe nicht so viel Zeit, dass ich am Stück wirklich einen kompletten Song von vorne bis hinten schreibe. Manchmal läuft es super raus, manchmal nicht. Wenn sich das alles ergeben hat, dann singe ich das einmal von vorne bis hinten ein und mache dann davon eine Aufnahme, einen Downmix, und den nehme ich dann mit ins Auto, und dann höre ich mir wirklich über Tage höre ich mir das an und höre immer wieder, bis ich es nicht mehr hören kann, weil dann, wenn ich abschalte und nicht mehr aktiv hinhöre, was ich für Gitarren gespielt habe oder was ich gesungen habe, dann fallen mir meistens nochmal andere Wendungen ein, die sich vielleicht einfacher singen lassen oder die vielleicht noch genauer sagen, was ich sagen möchte. Das ist im Englischen natürlich immer ein bisschen schwieriger als im Deutschen, weil im Deutschen fallen einem mehrere verschiedene Wörter ein. Aber man kann dann so beim Hören immer noch mal wieder was entwickeln und herausfinden, die Zeile klingt vielleicht so rum noch ein kleines bisschen besser. Dann gehe ich, sobald ich zu Hause bin, gehe ich an den Rechner, schreibe das auf, probiere das aus, nehme das wieder auf und nehme die Aufnahme wieder mit ins Auto. Das ist ein Prozess, der kann manchmal 2, 3 Tage dauern. Das ist ein Prozess, der kann aber auch mal 10 Tage dauern. Und am Ende des Tages steht dann eigentlich ein Text, mit dem ich zufrieden bin. Natürlich, und das wirst du auch kennen, du hörst den Song ein Jahr später und denkst an der einen Stelle, boah, warum habe ich denn nicht das gesungen? Aber auch das ist natürlich völlig normal. Ich mache den Song dann aber nicht wieder neu auf und ändere die Stelle nochmal, sondern ich lasse sie dann einfach so, schließe den Song ab, und vielleicht kann ich mit der Zeile ja einen neuen Text schreiben für einen neuen Song. Falls du noch trotzdem Anregungen brauchst, falls dir also mein Prozess noch nicht ausreicht und du Inspiration brauchst, wie man wirklich Texte schreibt, kann ich dir dieses Buch hier empfehlen, was ich mir zurechtgelegt habe. Schon ein bisschen abgegriffen, weil ich es wirklich viel gelesen habe. Songtexte schreiben, Handwerk und Dramaturgie von Mazen Abu Dhabi. Komischer Name, aber da kann er ja nichts für. Dieses Buch ist wirklich keine Bibel, aber es gibt eine Anleitung von vorne bis hinten an vielen, vielen Beispielen von prominenten und aktuellen Texten aus der Popmusik, und gibt wirklich Beispiele, wie man Texte gestalten kann. Reim, Metrum, Thema, Dramaturgie etc. pp. Da geht es auch um Songaufbau und so weiter. Also hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich schon seit 3 oder 4 Jahren dieses Buch. Blätter da immer mal wieder rein. Ist auch perfekt, um es aufs Klo zu legen, immer mal wieder reinzublättern und sich inspirieren zu lassen. Kann ich nur empfehlen. Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns ja dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und ich habe ja versprochen, dass ich noch was sage dazu. Denn am 1.11. Allerheiligen Abend wird der große Live-Mix stattfinden. Dieser Song, den wir jetzt hier fertiggestellt haben, oder für den wir jetzt noch den Text geschrieben haben, der wird dann in einer großen Live-Mix-Session zusammengestellt. Ich hoffe, dass ich das dann auch alles zusammenkriege. Bis dahin muss ich noch eine ganze Menge vorbereiten. Ich muss nochmal den Gesang sauber einsingen. Ich muss nochmal die Chöre einsingen. Die muss ich mir noch einfallen lassen. Wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Menge Shubidubis, die ich da reinpacke, weil es ist ja ein Rocksong, der an die Huey Lewis-Ära erinnern soll.
Dementsprechend habe ich noch einiges vor der Brust. Drück mir die Daumen, dass alles klappt bis zu unserem, bis zur Veröffentlichung dann. Und dann schauen wir mal, was wir dabei rauskommen. Du kannst natürlich auch mitmachen, denn du findest die Songspuren natürlich wieder zum Download. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zum Blogartikel. Da kannst du dir dann alles runterladen, den aktuellen Stand, und dann auch selber mitmischen, wenn du möchtest. Wenn du es ohne mich mischen möchtest, kannst du es auch machen. Schick mir deinen Mix auf jeden Fall an jonas@recording-blog.com, denn es gibt ja auch noch was zu gewinnen. Das verrate ich aber dann nächste Woche im Live-Mix nochmal genauer. Und wir sehen uns dann zum Live-Mix hoffentlich. Falls du dieses Video später sehen solltest, nach dem 1.11., guck einfach in die Playlist, die ich hier gerade einblende. Da findest du auch alle Informationen nochmal zu dieser gesamten Aktion und zum Live-Mix. Kannst dir das nochmal alles in Ruhe anschauen. Aber wir sehen uns dann erstmal nächste Woche zum weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.